Hallo und willkommen zu einem besonderen Video. Heute mal mit Stimme und das wird auch in meinen zukünftigen Videos so sein, denn ich werde ab sofort in zumindest fast allen meinen Videos reden. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich dadurch Sachen viel besser erklären kann und ich denke mal, dass die Videos dadurch auch ein bisschen interessanter gestaltet werden, eben weil man nicht ständig muss die Texte lesen und auch für mich persönlich ist es ein wenig einfacher, die Videos zu produzieren. Das mit den ganzen Texten schreiben, wie ich es bislang gemacht habe, hat dann doch immer recht viel Zeit gekostet. Und leider konnte ich damit auch nie so wirklich die Sachen genau erklären. Einfach weil es sonst viel zu viel Text geworden wäre und wahrscheinlich auch viel zu kompliziert und unverständlich. Deswegen glaube ich, ist es besser, wenn ich jetzt so rede in den Videos. Dadurch kann ich eben auch konkreter auf Sachen eingehen und erklären. Ich rede dann in meinen Videos, wie man auch bereits hört, auf Deutsch. Einfach weil ich Englisch nicht so gut kann, dass ich da jetzt ja wirklich reden könnte und Sachen erklären kann und so. Jetzt ist natürlich das Problem bei meinem Kanal, ich habe sehr viele internationale Zuschauer, die nicht Deutsch sprechen. Da habe ich mir aber auch schon was überlegt, nämlich gibt es auf YouTube ja die Möglichkeit, wenn man sich ein Video ansieht, dass man in den Videoeinstellungen Untertitel einblenden lassen kann. Diese kann man dann auch automatisch übersetzen lassen in verschiedene Sprachen. Eigentlich in so ziemlich alle möglichen Sprachen, die es gibt. Und dadurch sollte es auch für nicht deutschsprachige Zuschauer, die ja die Mehrheit meines Kanals bilden, trotzdem möglich sein zu verstehen, was ich sage. Wahrscheinlich auch besser als vorher mit den bereits vorgestellten Untertiteln auf Englisch. Also so, wie ich meine Videos halt bislang immer gemacht habe. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass die Videos dadurch auch interessanter und angenehmer zum Anschauen und Anhören werden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, also jetzt an alle, die nicht Deutsch sprechen, sofern ihr das halt versteht, was ich sage, ob das eben mit den Untertiteln so funktioniert, also ob die einigermaßen richtig angezeigt werden. Ganz hundertprozentig korrekt sind die automatischen Übersetzungen sowieso nie, aber es sollte halt trotzdem möglich sein, dass man ja halbwegs versteht, was ich sage, und das in so ziemlich jeder Sprache. Und falls es so nicht funktioniert mit den Untertiteln, dann lasst es mich bitte wissen, dann werde ich mir was anderes überlegen. Aber ich denke mal, so meinen Erfahrungen nach müsste das eigentlich schon funktionieren. Ach ja, und übrigens noch ein großes Dankeschön für die 3000 Abonnenten. Das kam Ende des vergangenen Jahres ja sehr überraschend. Auf einmal waren es 3000. Ich habe das selber erst ein bisschen später mitbekommen. Ja, jetzt sind es schon 3070. Ja. Auf jeden Fall danke dafür. Ja, was wollte ich jetzt noch machen? Ich würde euch jetzt zeigen, was sich so in Babel alles verändert hat in den letzten 2 Wochen. So lange ist es jetzt ja schon her mit dem letzten Video. Es hat sich durchaus was getan in Babel in den letzten 2 Wochen, auch wenn ich selber jetzt nicht so viel Zeit hatte, um an Babel weiterzubauen. Aber ich habe zum Glück auch ein paar neue Leute gefunden, die ein bisschen mitbauen. Weil das Bauen ist ja nicht so meins, ich mache ja mehr die Commands. Es muss zwar noch viel gemacht werden, aber ich bin eigentlich recht optimistisch, dass das Update so eingehalten werden kann, also Mitte Februar, eher vielleicht Anfang März, wird das Update dann rauskommen. Also Map Version 8 und das wird dann auch das letzte Update sein. Und auch das größte bislang. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir mal, was sich so verändert hat. Let's go! Hier sind wir auch schon bei der ersten Neuerung, und zwar einem neuen Juweliergeschäft. Hier war früher mal der Shop, den man kaufen konnte, und dann, wo man dann selber auch Sachen verkaufen konnte. Der ist jetzt sehr weiter drüben, habe ich auch schon mal gezeigt. Dann gehen wir mal rein. Und man sieht schon, ja, es gibt einige Items, die man hier kaufen kann, wertvolle Items. Diamanten, Gold und auch ein paar neue Sachen. Zum Beispiel hier eine Halskette, Armbänder, teuren Schmuck halt. Man hat aber auch die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen. Man kann ja auf der Map, für die, die es jetzt noch nicht wissen, in versteckten Truhen kann man manchmal Gold und Diamanten finden. Und jetzt kann man sie auch einfach hier kaufen. Aber falls man möchte, kann man die dann hier verkaufen. Natürlich ein bisschen, kriegt man dafür ein bisschen weniger, als man hier fürs Kaufen bezahlen würde. Aber wie gesagt, wenn man die jetzt so findet in Truhen drin, dann oder auch im Casino kann man sie auch kriegen,
dann kann man die durchaus gewinnbringend hier verkaufen. Ich zeige euch jetzt mal die neuen Accessoires hier, also die Halskette, die Armbänder. Wie gesagt, sind einfach nur Accessoires, die haben jetzt keinen wirklichen Nutzen, einfach nur optisch. So wie die Sonnenbrillen und die Hüte. Sind natürlich auch ein bisschen teurer, aber man kann auch mit Karte zahlen. Also die Halskette, die kann man sich um den Hals legen, logisch. Das sieht dann so aus. Und die Armbänder, die kann man einfach in der Hand halten. Und ja, dann hat man halt ein Armband. Das funktioniert auf beiden Armen. Ansonsten, wie gesagt, ist halt einfach nur optisch. Für die, die gerne ein bisschen stylisch unterwegs sein wollen und gerne angeben möchten, wie viel Geld sie doch haben, für die ist das, glaube ich, ganz nett. Eine weitere Änderung gibt es auch hier beim Möbelladen. Und zwar sind zum einen neue Möbel dazugekommen, die zeige ich euch auch gleich. Und zum anderen hat sich hier das Bezahlsystem ein bisschen verändert, musste ich auch anpassen wegen der neuen Währung. Also man klickt jetzt nicht mehr auf die Schilder, sondern bestellt das jetzt hier über diesen Katalog. Beispielsweise gibt es jetzt einen Fernseher, den man auch platzieren kann in der Wohnung. Bislang war es immer so, dass der Fernseher standardmäßig schon da war und man konnte ihn auch nicht verschieben. Jetzt kann man ihn selber platzieren, wo man möchte. Das Fernsehprogramm wird sich auch noch ein bisschen ändern. Dazu werde ich dann aber erst in den nächsten Videos dann mal was bringen. Dann gibt es noch einen neuen Mülleimer. Wenn man Sachen, also wenn man Items reinwirft, dann werden die automatisch gekillt und sind dann weg. Dann muss man die Items nicht mehr in die Toilette runterspülen, ne, für die, die es wissen. Auch die Betten hier sind jetzt neu. Die Betten waren ja bisher immer fix in den Wohnungen drin oder auch in den Häusern. Jetzt kann man sie selber platzieren, wo man möchte. Und wie schon vorhin erwähnt, wenn man jetzt Items kaufen möchte, dann kann man das jetzt hier machen. Man kann einfach auswählen, was man haben möchte. Man kann auch mehrere auswählen. Die werden dann hier zusammengezählt. Und dann kann man bezahlen, entweder bar oder auch wieder mit Karte. Außerdem gibt es noch ein paar Änderungen bei einigen Möbeln. Also ein paar Möbel haben jetzt eine neue Funktion bekommen, zum Beispiel hier der Schrank. Bislang ja nicht funktionstüchtig, jetzt kann man hier Items drin verstauen. Und das neue Bett, das sieht dann so aus. Man kann es auch drehen. Und natürlich auch darin schlafen. Und die Stühle, Sitze, Sessel, was auch immer, haben jetzt auch endlich mal eine Sitzfunktion. Also man kann sich jetzt auch ordentlich draufsetzen. Eigentlich sollte das in Version 7 auch schon funktionieren, aber war halt ein Bug, dass das nicht funktioniert hat. Und ein weiterer Bugfix, das war in Version 7 jetzt leider ein großes Problem. Und zwar, wenn man Möbel entfernen wollte, dann hat man die nicht mehr zurückbekommen. Also die waren dann weg, sobald man einen Linksklick drauf gemacht hat. Und diesen Bug habe ich jetzt behoben und wenn man jetzt die Möbel abbaut, dann bekommt man auch das Item wieder zurück. Und das funktioniert bei allen Möbeln jetzt. Weil es war schon ziemlich doof, da haben sich auch viele aufgeregt, wenn man jetzt ein Möbelstück platziert hat und man wollte es wieder umplatzieren. Und ja, man musste es immer zerstören, musste es dann wieder neu kaufen. Wie gesagt, war ein Bug, war so eigentlich nicht geplant. Jetzt ist es aber behoben. Und damit wird das Einrichten auch wieder ein bisschen interessanter und angenehmer, hoffe ich mal. Außerdem gibt es jetzt noch ein paar kleine Änderungen bezüglich der NPCs, die rumlaufen. Wenn man jetzt jemanden anklickt, dann wird einfach zufällig ein Text aus insgesamt über 30 verschiedenen Texten ausgewählt. Die Texte, die die NPCs sagen, sind auch ein bisschen abhängig von den Orten und Situationen. Zum Beispiel auch vom Wetter. Je nachdem, wenn die Sonne scheint, dann sagen sie andere Texte, als wenn es regnet. Die NPCs haben jetzt alle auch eine eigene Hitbox. Einmal für die Rechtsklick-Detection, also wenn man mit ihnen interagiert. Aber auch wenn man die NPCs schlägt, dann erkennt das die Hitbox. What do you want from me? Und wenn What man do sie you zu want from häufig me? schlägt, passiert das. Und übrigens, keine Sorge, das ist jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Später wird dann ein Krankenwagen kommen und ja, den NPC dann ins Krankenhaus bringen. Und schon ein paar Tage später wird er dann wieder munter durch die Stadt rennen und so tun, als wäre nichts gewesen.
Und dann habe ich noch eine Besonderheit hinzugefügt, nämlich wenn man eine Waffe auf einen NPC hält, dann passiert das. Das funktioniert übrigens auch, wenn man in eine Bankfiliale reingeht und dann die Waffe zieht, dann ja. Ich denke mal, ihr wisst, worauf das dann später hinausläuft, also was da noch kommen wird. Haben sich ja viele von euch gewünscht, auch wenn ich selber jetzt nicht so begeistert davon bin, aber naja, warum nicht? Es wird dann später möglich sein, die Bank mehr oder weniger zu überfallen. Wie viel man dann erbeuten kann und wie genau das ablaufen wird, das muss ich mir noch überlegen. Aber es wird da definitiv was in die Richtung kommen. Auf der Flucht sollte man sich aber nicht von einer Polizeistreife erwischen lassen. Auch das wurde jetzt ein bisschen geändert. Und wenn man jetzt ein Verbrechen begangen hat, dann merkt das der Polizist und man landet schnurstracks, ja, im Gefängnis. Und wenn man in eine solche Polizeikontrolle gerät, dann sollte man auch anhalten. Wenn man es nicht tut, dann, naja, findet selber raus. Ja, aber man wird dann quasi kontrolliert. Und wenn der Polizist feststellt, dass man irgendein Verbrechen begangen hat, weil das weiß die Polizei ja, dann, ja, passiert genau das. Man landet im Gefängnis. Wenn aber alles in Ordnung ist, dann kann man einfach weiterfahren. Gab's vorher auch schon in Version 7, habe ich jetzt aber auch ein bisschen verbessert und es gibt jetzt eben mehrere solcher Polizeistreifen. Also wie gesagt, wenn man jetzt vorhat, eine Bank zu überfallen, dann sollte man sich davor auf jeden Fall in Acht geben. Aber man sollte nicht nur auf die Polizeistreifen Acht geben, sondern auch auf die Geschwindigkeit, weil jetzt gibt es sowas hier. Heißt also, in Zukunft auch auf die Geschwindigkeit achten. Ein weiteres sehr nerviges Problem, das manchmal aufgetreten ist, sowohl bei Fahrrädern als auch bei Autos, dass man manchmal einfach durch den Boden durchglitscht und dann, ja, irgendwo in der Technik unten landet. Habe ich jetzt aber behoben, das Problem, also das passiert jetzt nicht mehr. Das Problem gab es tatsächlich schon sehr lange, habe aber erst jetzt rausgefunden, woran das wirklich lag. Das hat ein bisschen was mit Minecraft zu tun. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung, und zwar diesen Imbestand hier, direkt vor dem Paywall auch. Das ist auch ein Job, den man machen kann. Hier kann man dann selber Hot Dogs, Burger und Getränke verkaufen und damit Geld verdienen. Dieser Kunde hätte gerne einen Burger und ich zeige euch jetzt, wie man den macht. Als erstes nimmt man ein Beef auf den Grill. Anschließend nimmt man das Brot und schneidet es auf. Dann macht man Rechtsklick mit dem Fleisch auf das Brot und schon erhält man einen Burger. Den Imbestand kann man übrigens einen ganzen Tag lang betreiben und die Einnahmen, die man erzielt, kann man auch alle behalten. Wie gesagt, man wird davon nicht reich, aber auch so als Starterjob ist es eigentlich ganz okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das so funktioniert mit den Untertiteln. Ich werde auch noch ein wenig an der Tonqualität arbeiten, weil ich habe jetzt leider kein passendes Mikro parat. Deswegen ist die Tonqualität jetzt auch nicht so gut. Ich werde aber schauen, dass ich bis zum nächsten Video ein besseres Mikro auftreiben kann. Und ja, wie gesagt, dann wird es in Zukunft jetzt fast alle Videos mit Stimme geben. Ich hoffe, es ist okay für euch und ja, bis zum nächsten Mal.